Sehr geehrte Frau Dr. Flick, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe jetzt eine doppelte Freude. Die eine Freude besteht darin, die Einleitung für das erste Panel, also für die erste Podiumsdiskussion zu geben und zum anderen auch dann diese erste Paneldiskussion zu moderieren. Mir fällt das deshalb leicht, weil zum einen das Thema ein hochaktuelles ist, ein hochrelevantes ist und zum anderen durch den Vortrag von Herrn Fuß natürlich schon viele Aspekte aufgezeigt sind, die wir jetzt in dieser Diskussion weiter vertiefen können. Der Kernpunkt Ohnmacht der Macht, Macht der Ohnmacht ist höchst relevant, weil er ja über viele Bereiche eine hohe Wichtigkeit aufweist. Eine hohe Wichtigkeit, die in den letzten beiden Tagen, das heißt gestern und heute, in vielen Elementen sichtbar geworden ist. Frage, wo kommt eigentlich Macht her, in welchen Bereichen ist Macht relevant und wo wird sie ausgeübt? Und da kann man eine ganze Reihe von Institutionen, von Vertretern finden, um nur einige davon zu nennen, Unternehmen, Politik, Lobbyisten, Medien, vielleicht auch in dem Sinne Schwarmintelligenz und eher unkontrollierte und oder nicht ganz so leicht vorhersagbare Zusammenkommen von Interessenvertretern. Alle diese Elemente haben ihre besondere Relevanz da, wo es um die Beratung von Politik geht. Darüber hat Herr Fuß ja schon sehr ausführlich und vor allen Dingen auch sehr detailliert berichtet. Hier insbesondere die Frage, wie die Politik in Zeiten wachsender Herausforderungen, sehr komplexer Herausforderungen, Herausforderungen in verschiedenen Bereichen, man denke an Griechenland, die Ukraine, Klimawandel, außenpolitische Krisenherde, wie die Politik in diesen Bereichen Zustimmung oder Beratung bekommen kann von Wissenschaftlern. Die Diskussion in den letzten beiden Tagen, auf die wir natürlich noch gleich eingehen werden, hat gezeigt, dass dieses Verhältnis notwendig ist, aber dass es keineswegs spannungsfrei ist. Dass also von beiden Seiten es enttäuschte Erwartungen geben kann, dass es Vorwürfe geben kann, zum Beispiel von Seiten der Politik an die Wissenschaft, dass es zu viele Meinungen gibt. Ich nehme noch ein Zitat von Churchill hinzu und oder in Bezug auf Keynes. Churchill hat gesagt, es gibt, wenn er drei Ökonomen fragt, immer vier Meinungen und zwei davon kommen von Keynes. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass verschiedene Ökonomen unterschiedliche Meinungen haben, sondern durchaus manchmal auch sehr herausragende Ökonomen durchaus unterschiedliche Meinungen haben können. Die Fragen, die sich daraus ergeben, sind vielfältig. Wie hat sich dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik über die Zeit entwickelt? Gab es verschiedene Phasen des näheren und auch des etwas weiteren Zusammengehens? Wo steht das Verhältnis heute? Wie kann der Prozess der Beratung am besten gestaltet werden? Wie kann man auch zu einer gemeinsamen Sprache kommen, die diesen Austausch zwischen Politik und Wirtschaft besonders gut hervorbringt? Wenn man zwei Kriterien nochmal besonders betrachtet, dann sind es Unabhängigkeit und Expertise. Es ist völlig klar, dass ein Berater nur dann sinnvoll beraten kann, wenn er die notwendige Expertise aufweist, darüber weiß, worüber er spricht und dementsprechend auch wirklich sinnvolle Beratung anbieten kann. Andererseits, das hat die Finanzkrise gezeigt, ist auch das Thema Unabhängigkeit sehr wichtig, denn was direkt im Anschluss an die Finanzkrise offensichtlich wurde, ist, dass gerade Banken, diejenigen, die vielfältig als die Schuldigen für die Finanzkrise identifiziert wurden, als erste gefragt wurden, was man denn jetzt tun müsse, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Dass also jemand, der die Expertise hier aufwies, gefragt wurde, obwohl nicht klar war, ob es sich auch um einen unabhängigen Berater handelt. Also das heißt, ob dieser Berater auch fremd von Eigeninteressen in diesen Beratungsprozess geht. Das ist insbesondere deshalb wichtig, weil auch der internationale Vergleich von großem Interesse ist. Also ich denke, zunächst muss man sich klar machen, dass das Verhältnis von Wissenschaft und Politik, und ich denke, das ist auch im Vortrag von Herrn Fuß deutlich geworden, kein statisches Verhältnis ist, das irgendwann mal einen bestimmten Zustand erreicht hat und dann so bleibt, sondern dass es dynamisch ist, in Wellenbewegungen verläuft, bestimmte Stadien können wieder verlassen werden und frühere wieder eingenommen werden. Also die Dinge sind in Bewegung. Und ich würde ganz gerne, um das zu verdeutlichen, zwei ziemlich deutlich charakterisierbare Phasen herausnehmen, an denen man das ganz gut sehen kann. Wobei das Unterscheidungskriterium für diese beiden Phasen immer ist, mal gibt es mehr Distanz, mal mehr Nähe,
zwischen Wissenschaft und Politik. Mal mehr Aufmerksamkeit, mal weniger Aufmerksamkeit. Darin unterscheiden sich die Entwicklungsphasen. Die erste Phase, die mir ziemlich deutlich erscheint, die bei Herrn Fust auch angeklungen ist in der Person von Karl Schiller, das sind aus meiner Sicht die 1960er Jahre mit Blick auf Deutschland, aber ich denke fast alle entwickelten westlichen Demokratien. Da war das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik ziemlich harmonisch. Und das lässt sich leicht auf ganz bestimmte Grundbedingungen zurückführen. Fortschrittsglaube, der erst Ende der 60er und dann in den 1970er Jahren ins Wanken geriet. Die Parole von der Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche. Der Glaube, auch bis Ende der 1960er Jahre, dass das wirtschaftliche Wachstum nach dem Zweiten Weltkrieg weitergehen würde, lange Zeit. In einer solchen Phase kann man sich leicht vorstellen, dass Politik und Wissenschaft einander zugeneigt sind, dass die Politik gerne hört auf Vorschläge aus der Wissenschaft. Institutionell kann man das auch beobachten, etwa darin, dass in den 60er Jahren Beratungsgremien aus dem Boden schießen. In Deutschland wurde zum ersten Mal auf Bundesebene ein Forschungsministerium geschaffen, das sich also auch mit Fragen der Wissenschaftsplanung und gerade mit den Aufgaben der Wissenschaft in einer entwickelten Gesellschaft auseinandersetzen sollte. Und dann vielleicht sogar noch einmal die Person von Karl Schiller, dass es also möglich war, dass ein Wissenschaftler zum Politiker wurde, nicht zum Berufspolitiker. Und er hatte offenbar auch noch einige Eigenschaften über den Wissenschaftler hinaus, die ihn dazu befähigten, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Aber all das passt eben in das Bild eines relativ harmonischen Zusammenwirkens von Wissenschaft und Politik. Ein gewisses Gegenbild ist für mich die Situation, die wir im Moment haben. Eine gewisse Ratlosigkeit der beiden Sphären gegenüber. Vielleicht erwartet man zu viel voneinander. Vielleicht ist man auch in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht worden. Jedenfalls für mich stellt sich die Situation im Moment so dar, 2015. In der Politik nimmt die Kritik an Wissenschaftlern zu, an wissenschaftlicher Beratung. Das betrifft nicht nur Ökonomen. Ich denke, das kann man auch mit Blick auf andere wissenschaftliche Disziplinen so beobachten. Und die Wissenschaft neigt leicht dazu, die Politik zu kritisieren unter Hinweis darauf, dass die Politik sprunghaft sei, zu kurzfristig entscheide, zu irrational entscheide, in sich nicht konsistent sei, also kurz gesagt, wissenschaftliche Konzepte nicht verfolgt. Mein Vorschlag für eine solche eher schwierige Phase wäre, man sollte sich auf das besinnen, auf beiden Seiten, was man leisten kann und was man nicht leisten kann. Zunächst mal die Wissenschaft. Ich denke, jeder Wissenschaftler muss heute akzeptieren, dass die Politik entscheidet, dass sie entscheiden kann und dass sie entscheiden muss und dass sie so etwas auch tun darf, legitimerweise ohne wissenschaftliche Beratung. Ja, dazu ist sie legitimiert, dazu ist sie gewählt. Vielleicht fährt sie besser, wenn sie sich gelegentlich anhört, was Berater ihr zu sagen haben, aber das muss sie nicht. Die Politik hat ihr Eigenrecht. Und die Politik sollte sehen, dass Wissenschaft, auch wenn sie sehr verschiedene und unterschiedliche Vorschläge macht, eine Hilfe sein kann. Und ich würde sogar noch ein Stückchen weitergehen. Gerade die Vielfalt von wissenschaftlichen Meinungen zu einem bestimmten Problem kann man auch verstehen als Teil des demokratischen Prozesses und vielleicht sogar als Teil der Kontrolle der Politik. Dann hätte Wissenschaft unter diesen Rahmenbedingungen nochmal eine besondere kritische gesellschaftliche Funktion. Vielen Dank. Die nächste Frage, die sich gleich daran anschließt, geht an Herrn Schön. Wo ist der Stand heute? Wie ist die Situation? Was konkret sind die Herausforderungen? Wo liegen die Chancen? Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann sowohl an Clemens Fuß als auch an Stefan Koriot dabei anschließen. Also die Spannung zwischen Wissenschaft und Politik hat es immer gegeben, die zieht sich durch. Aber vielleicht erleben wir doch zurzeit ein Stück weit eine Art Hierarchisierung, in der sich die Politik doch als oben und die Wissenschaft eher als unten versteht. Und ich will das an zwei Beispielen anekdotischer Art mal verdeutlichen. Das eine ist,
Die Politik erwartet von der Wissenschaft nicht nur die zweckfreie Forschung, die wir natürlich als Universitätsprofessoren oder auch an den großen Forschungseinrichtungen vor uns hertragen, sondern erwartet konkrete Antworten auf konkrete Fragen. Um ein Beispiel zu geben, die großen Forschungsorganisationen haben vor einem halben Jahr mal eine Tagung über ihre Erfolge mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung durchgeführt. Und es ging um die vielen Millionen, die da ausgegeben werden. Und dann sagte ein zuständiger Abteilungsleiter aus dem Ministerium, wissen Sie, da stecken wir seit Jahren Millionen in die medizinische Forschung und dann kommt Ebola und es hat mal wieder keiner eine Antwort. Das muss man sich schon anhören und man muss sich dann als Wissenschaftler auch in der Tat fragen, ob man bei aller Liebe zur Grundlagenforschung eigentlich auch solche absehbaren Themen immer aufgreift. Aber dahinter steckt auch ein Stück die Erwartung und das weitet sich aus. Die Politik sagt, worum es geht, sie setzt die Themen und erwartet, dass dazu gearbeitet wird. Da könnte man sagen, na gut, die Politik bezahlt ja auch. Aber richtig schwierig wird es dann, wenn das verbunden wird auch mit der Erwartung ganz bestimmter Ergebnisse und auch der Bestätigung ganz bestimmter Politiken. Weitere Anekdote, ich habe selber vor einigen Jahren mal erlebt im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, dass ein Kollege, nicht ein Politiker, ein Kollege mich ansprach mit dem Satz, für wen sind Sie denn hier? Falsche Frage, hätte ich auch gedacht. Denn als Experte ist man natürlich für niemanden da, es sei denn dafür, den Versuch zur Objektivität beizutragen. Und ich glaube, da ist etwas sehr Gefährliches passiert, wenn nämlich die Politik die Wissenschaft nicht mehr als das akzeptiert, als was sie sich selber versteht, nämlich als unabhängigen Experten. Meines Erachtens kam der ganz große Einbruch in dem Bereich über die Klimaforschung. In dem Moment, in dem es hieß, dass selbst ganz grundlegende gewissermaßen erdhistorische Entwicklungen fast nur noch Spielball von Wirtschaft und Parteiinteressen sein können und jeder Experte irgendwie nur in ein Lager gehört. Da ist eine ganze Menge zusammengebrochen. Was ich selber daraus schließen würde, wäre exakt das, was Clemens Fuß und auch Stefan Kuriot formuliert haben, nämlich, was wir brauchen, ist die Akzeptanz der Vielheit der Meinungen nicht als Problem anzusehen, sondern als Teil der Lösung. Als Teil einer Lösung, in dem es nicht auf die Absichten, Meinungen und verdeckten Ziele einzelner Personen ankommt, sondern als Einladung für ein offenes Gespräch, aus dem heraus dann Entscheidungsgrundlagen für die Politik formuliert werden können. Aber das werden wir sicher noch in einem weiteren Abschnitt vertiefen können. Sehr gerne. Also Vielheit der Meinungen und gerade wie die gut rübergebracht werden kann, wird sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt sein. Ich würde gerne als nächsten Herrn Paulus fragen. Sie haben ja schon vor Jahren, man kann fast sagen vor Jahrzehnten, ein ganz relevantes, hochrelevantes Thema aufgegriffen, was damals vermutlich in Europa noch niemanden so sehr interessiert hat. Das ist die Insolvenzordnung für Staaten. Dieser Vorschlag ist allgemein gelobt, hochgradig positiv bewertet worden, nach wie vor noch nicht umgesetzt worden. Wie ist Ihre Erfahrung damit, wissenschaftliche Ideen in den politischen Betrieb zu bringen? Das ist eine natürlich sehr schwierige Frage, die relativ einfach zu beantworten ist. Nämlich, sie ist frustrierend. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist frustrierend. Da bin ich bei dem zweiten Modell, das Sie, Herr Fuß, genannt hatten. Darf ich aber trotzdem gleichwohl ganz kurz noch anknüpfen an das, was du gerade eben gesagt hast mit der Meinungsvielfalt. Das haben wir in diesem Vorspann in dem Film so schön gesehen. Dieses kurze Statement vom René Obermann, der auch vergleichbar über dieses Thema gesprochen hat, dass er eben sich als CEO von der Telekom jede Menge Informationen gibt. Aber dann kommt eben der Freiraum, in dem er hat das Intuition genannt, in dem er dann sagt, so jetzt verarbeite ich das alles und dann entscheide ich. Und das mache ich eben mit einem gewissen Bauchgefühl heraus. Das ist vermutlich das, was wir wieder mehr in den Vordergrund rücken sollten. So, jetzt zu der Frage. In der Tat, also seit 15 Jahren propagiere ich das und versuche das an den Mann zu bekommen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass bei den Politikern ganz viele Interessen natürlich im Spiele sind, die völlig legitim sind, die völlig anders sind als die Interessen, die ein Wissenschaftler so umtreibt, der eben, das haben wir jetzt mehrfach gehört, die Idee hat, es wäre eine tolle Lösung, wenn wir jetzt das so und so machen würden. Da sind also politische Wiederwahlinteressen, da sind politische Allianzen, die eine Rolle spielen und ich weiß nicht was an Querverschreibungen da eben dazwischen fährt.
Frustrierend ist das insofern, als einem gelegentlich Politiker selber sagen. Also mir hat ein hochrangiger Politiker mal im Vier-Augen-Gespräch gesagt, Herr Paulus, Sie haben schon recht, die Situation, die wir jetzt haben, und das war im Sommer 2011, also mitten in der Krise, die muss den Politikern aus den Händen genommen werden. Und das fand ich mal als Aussage sehr interessant, zumal dieser selbe Politiker 3 Wochen später eine Aussage getroffen hat, wo man meint, es habe ein Alien gesprochen. Der freute sich darüber, dass in ganz Europa jetzt Deutsch gesprochen werde. Also er hat den dümmsten aller dummen Sätze gesagt und hat aber die Einsicht eben, dass die Situation den Politikern aus den Händen genommen werden soll. Da sieht man, glaube ich, die ganze Diskrepanz und die ganze Spannung. Und was man benötigt, ist, dass man ein... Man muss einen sehr, sehr langen Atem haben. Und der bleibt weiterhin notwendig. Den habe ich. Ich würde gerne auf ein Beispiel zurückkommen, das Herr Fust eben genannt hatte. Das war die Frage des Mindestlohns und des Sachverständigenrats dazu. Die erste Reaktion aus der Politik kam ja, glaube ich, schon nach, man kann sagen, wenigen Stunden, vielleicht auch nach wenigen Minuten, in dem eine Generalsekretärin sagte, das Ganze sei ja gar nicht mehr aktuell mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinbar. Wie ist die Wahrnehmung darauf, auf eine solche Aussage, die nach kurzer Zeit schon eine solche klare Aussage darauf bezieht, dass das Ganze ja ökonomisch, selbst ökonomisch nicht mehr nachvollziehbar sei? Ja, das war insofern erstaunlich, als diese Generalsekretärin, ich glaube, Chemielaborantin oder sowas ist. Und also erstaunlich war nicht, dass sie da sagte, das passt ihr nicht, sondern dass sie sagte, das sei beruhe nicht mehr auf den modernen wissenschaftlichen Methoden. Das war nicht erstaunlich, dass die weiß, was die modernen wissenschaftlichen Methoden sind. Ich denke aber, dass der Umgang in der Tat mit dieser Frage nicht ganz überzeugend war. Ich denke, der richtige Umgang wäre gewesen zu sagen, also nicht mal von wissenschaftlicher Seite wäre gewesen zu sagen, es gibt ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Untersuchungen, die vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte setzen, Stärken und Schwächen haben und die Gott ein gemischtes Bild ergeben. Ich glaube, der zweite Schritt war dann zu Recht, dass der Sachverständigenrat gesagt hat, wir beurteilen diese Evidenz so und so. Also der Vorwurf war, es gab 2 Vorwürfe, glaube ich, gegenüber dem Sachverständigenrat. Erstens, eure Methoden sind nicht modern. Zweitens, ihr habt die Literatur nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das war nicht berechtigt. Sie haben sehr wohl die Literatur wahrgenommen und haben sie, glaube ich, auch verstanden. Und sie kennen auch die modernsten Methoden. Was man ihnen übel genommen hat, war, dass sie gesagt haben, wir lesen die Evidenz so. Und jetzt ist die Frage, darf ein Gremium das machen? Weil da geht, glaube ich, das ein, jetzt was Herr Obermann in der Tat gerade sagte, ja, so ein bisschen Intuition. Aber wenn ich zum Arzt gehe und eine Grippe habe, dann kann er mir auch sagen, ja, es gibt 38 Grippemedikamente, dazu gibt es 500 Studien. Die Hälfte sagt, dass die wirken, die andere Hälfte sagt, sie wirken nicht. Wenn der Arzt dann enden würde, dann wäre ich enttäuscht. Sondern man würde doch erwarten, dass der Arzt dann sagt, so, ich empfehle Ihnen dies und jenes. Ja, also da kommt wieder das persönliche Vertrauen zum Arzt. Und dann kann man ja als mündiger Patient immer noch sagen, nee, das überzeugt mich nicht. Ja, also es wäre souverän wäre es gewesen, aus meiner Sicht aus der Politik zu sagen, sehr schön, vielen Dank. Danke für die Aufklärung über die Evidenz, die nicht so ganz eindeutig ist. Wir sehen es anders. Das heißt, hier wieder der Punkt, den Widerspruch der Meinungen auch besonders zu fördern. Wir hatten, dieser Widerspruch der Meinung kam jetzt in verschiedenen Statements zum Vorschein. Wie kann man denn diesen Dialog in Gang bringen, ohne dass dieser Widerspruch der Meinung als komplette Verwirrung hinterlässt? Also wie ist dieser Dialog zu führen? Ich würde einfach mal in derselben Reihenfolge bei Herrn Koriot beginnen. Das ist schwierig. Ich würde mir vorstellen, dass man einen Rahmen für einen Dialog schafft zwischen Wissenschaft und Politik, in dem so etwas gelingen kann. Dazu müsste man zunächst eben Fehlvorstellungen auf beiden Seiten abbauen und vielleicht auch überzogene Erwartungen. Und wenn man auf dieser Grundlage beide Sphären zusammenführen kann, dann müsste das gehen. Es ist natürlich immer zu berücksichtigen, gerade jetzt, die Zeiten sind schwierig, die Zeiten sind unübersichtlich und das sind nie gute Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik. Und vielleicht ist es gerade deswegen so wichtig, dass man
ein bisschen versucht zu abstrahieren von diesen schwierigen aktuellen Rahmenbedingungen und Fragen und eben ein bisschen so etwas schafft wie einen geschützten Raum, in dem dann Politik und Wissenschaft je nach ihren eigenen Gesetzlichkeiten sich begegnen können. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch in meinem ersten Schritt, dass die Wissenschaft sagt, wo ist sie sich relativ einig und wo ist die kontrovers. Also wenn man eines vielleicht auch der ökonomischen Wissenschaft und ihrer Präsentation in der Öffentlichkeit vorwerfen könnte, dann, dass der ganz große Vorrat an Einigkeit weitgehend untertrieben wird und man vielleicht auch aus persönlichen Reputationseffekten heraus dann den Dissens ganz stark propagiert. Also es wäre schon sehr gut, dahin zu kommen. Was dann den Dissens angeht, da muss man allerdings sagen, muss die Politik auch bereit sein oder die Öffentlichkeit, das schließt übrigens die Presse ein bisschen tiefer zu denken. Wer sagt, dass in Frankreich etwa der Mindestlohn funktioniert, der muss sich mal genau die Untersuchungen ansehen, was das bewirkt bei den Jugendlichen und bei den mittelalten Arbeitslosen, wer da eigentlich sich gegenseitig vom Markt verdrängt. Und insofern glaube ich, die Wissenschaft hat eine Bringschuld, was die Transparenz angeht. Die Politik hat eine Hohlschuld, was die Bereitschaft zur Vertiefung angeht. Als du, Stefan Koyot, gerade angefangen hast zu reden, ist mir der Gedanke gekommen, worüber wir heute im Laufe des Vormittags uns schon unterhalten hatten. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Diskussion, die wir hier zu fünft auf dieser Bühne führen, ein bisschen autobiografisch ist. Also wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen und wir alle sind deutsch. Das Interessante wäre ja in der Tat, wie ist Politikberatung in anderen Ländern? Ist das ein spezifisch, das worüber wir reden, ist das ein spezifisch deutsches Phänomen oder ist das etwas, was man generalisieren kann? Da können wir nicht viel dazu sagen, weil wir aus unseren eigenen Erfahrungen nicht viel schöpfen können, aber das sollten wir im Hinterkopf halten. Ansonsten meine ich, viel kann ich nicht mehr hinzufügen, ist alles eigentlich schon gesagt worden und mir erscheint ganz besonders wichtig, was Sie, Herr Füst, einladen will und du, Wolfgang, vorhin auch schon gesagt hast. Wir müssen einfach dahin kommen, dass wir den Diskurs, dass wir die Widersprüchlichkeit tolerieren lernen. Also wir sind sittengeschichtlich in so etwas wie in einer Biedermeier, in einer neuen Biedermeier, nicht Biedermeier, doch vielleicht schon am nächsten Biedermeierzeit, in der wir uns so behaglich im Wohnzimmer einrichten wollen und es soll alles gemütlich sein und es soll alles so Eierpopeier-Eintracht sein. Und das kann es in der Wissenschaft nicht sein. Und das kann es insbesondere in der Komplexität der heutigen Welt nicht sein. Ich würde die Frage an Herrn Fuß weitergeben, noch mit dem einen Zusatz. Wie viel von dem Diskurs sollte öffentlich und wie viel von des Diskurses sollte privat sein? Politikberatung hinter geschlossenen Türen hat ihren Platz, aber ich glaube, es ist wirklich etwas anderes. Und nach meinem Eindruck, also es gibt bestimmte Fragen, die können hinter geschlossenen Türen gut diskutiert werden. Etwa die Frage, Herr Paulus, wie kann man ein Insolvenzverfahren für Staaten organisieren? Welche Wege kann man da gehen? Diese Vorschläge werden in der Tat diskutiert, aber verständlicherweise zunächst mal hinter verschlossenen Türen, weil man immer Angst hat, ja, das wirkt sich alles auf die Kapitalmärkte aus. Letztlich ist aber, glaube ich, überall da, wo es kritisch wird und wo Dissens entsteht, ist die Öffentlichkeit unentbehrlich. Also das gilt ja übrigens auch für die Politik selbst. Bestimmte Dinge, also wenn Frau Merkel etwas durchsetzen will, dann muss sie oft über die Öffentlichkeit gehen, um eben ihre Fraktion, ich sag mal, zu überzeugen oder andere Stakeholder, die europäischen Partner. Vielleicht noch ein Wort zu dieser Idee des sagen wir mal, fruchtbaren Dissenses und Diskurses. Also das ist ganz wichtig, das habe ich ja selbst auch betont, da würde ich folgen. Für die Politik ist es allerdings nicht so einfach. Hier kommt eben der Aspekt der Führung hinein, auch bei einer der Führung eines Unternehmens muss natürlich der Leiter des Unternehmens irgendwann die Richtung vorgeben. Ja, also Frau Merkel macht das ja so, dass sie den Moment der Entscheidung vermeidet. Es ist, also die macht es ja ganz geschickt immer so, dass eigentlich man immer den Eindruck hat, es ist alles offen und in der nächsten Sekunde ist die Entscheidung schon in der Vergangenheit. Ja, und das hat wichtige, ich glaube, das ist sehr strategisch, sehr klug. Aber weil sie das so macht, vermissen wir vielleicht in Deutschland diese, also Sie haben es mit Biedermeier, neues Biedermeier charakterisiert, ich glaube, das ist ja treffend. Also wir vermissen in Deutschland
sozusagen eine die kantige Persönlichkeit an der Spitze, die sich hinstellt gegen Widerstände und sagt, ich vertrete jetzt diese Entscheidung. Ich glaube, wer das macht, bleibt leider nicht lange Bundeskanzler. Deshalb macht Frau Merkel das anders. Aber am Ende muss natürlich die Politik die Richtung vorgeben. Also wahrscheinlich kann Frau Merkel jetzt nicht sagen, naja, es gibt bestimmte Argumente für die Fortführung des Euro und gewisse dagegen, schauen wir mal, was wir machen. Also die muss natürlich schon eine Richtung vorgeben, der die Leute dann auch folgen. Also die muss ich irgendwie festlegen. Also ich glaube, in dem Moment hat dann dieser offene Diskurs keinen Platz mehr. Gleichwohl finde ich es wichtig, dass auch sie eben es akzeptiert. Es gibt ganz unterschiedliche Auffassungen mit guten Gründen zu bestimmten Themen. Aber der Souverän, der Bundestag, die Bundesregierung hat jetzt in Anbetracht der gesamten Evidenz eben eine bestimmte Entscheidung getroffen. Und dabei bleiben wir. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Ich würde das gerne noch ein bisschen weiter, noch mal ein bisschen zuspitzen. Es gab ja gerade auch die Frage, wie wird es denn eigentlich international gehandhabt? Und in den USA ist ja im Gegensatz zum Sachverständigenrat der Council of Economic Advisors tatsächlich Vollzeit beim Präsidenten, also beim amerikanischen Präsidenten. Das heißt, dementsprechend mehr in der Regierungsdisziplin, dafür aber vielleicht auch näher dran an den Entscheidungen und auch näher dran an den Überlegungen. Wäre das ein Modell, das für Deutschland auch sinnvoll wäre oder das durchdacht werden sollte? Also in Amerika ist sicherlich die Diskussion insgesamt, bewegt sich auf einem anderen Rahmen. Mein Bonner Kollege Martin Hellwig hat mir mal auf die Frage, was unterscheidet Deutschland und die USA im Hinblick auf ökonomische Beratung, gesagt, in den USA gilt die Ökonomie als Wissenschaft, in Deutschland gilt sie als Sekte. Damit hat er gemeint, dass in Deutschland die ökonomische Diskussion in der breiten Öffentlichkeit sehr stark reduziert wird auf das Einstehen für eine sehr marktwirtschaftliche Sicht, die als nicht mehrheitsfähig wahrgenommen wird und als das gewissermaßen perpetuierende Eintreten für Deregulierung marktwirtschaftlicher Elemente, vielleicht noch mit bestimmten ordnungspolitischen Rahmen drumherum. In Amerika ist die Diskussion insgesamt so viel breiter und größer. Da gibt es ja Thinktanks der verschiedensten Art. Das haben wir trotz IFO und ZEW alles in Deutschland nicht in der Form, dass man sich diese Arbeitsteilung ganz gut leisten kann. Die Integration in die Organisation der Regierung wäre allerdings schwierig. In den USA gibt es ständige Revolving Doors zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Regierung. Das ist außerordentlich befruchtend, hat allerdings auch gewisse Risiken, was die Konfliktsituation der Interessen angeht. Aber da kann man das einfacher vermitteln als in der klassischen deutschen Ministerialstruktur, die im Grunde dafür nicht vorgesehen ist. Ich stimme dem grundsätzlich zu. Wir haben allerdings einen gewissen Wandel schon in den letzten Jahren. Wir haben wenn wir mal den Chefökonom im Finanzministerium, im Wirtschaftsministerium und auch im Bundeskanzleramt nehmen, da muss man sagen, das sind alle drei brillante Ökonomen, die aus der akademischen Welt kommen. Die sind dann in die Administration gegangen. Ist es noch nicht das Übliche, wir brauchen mehr davon, aber wir haben da einen gewissen Wandel. Das wäre vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht so gewesen. Es gibt diese interne Beratung. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass wir Institutionen wie den Sachverständigenrat, unabhängige Beiräte schon brauchen, weil die in der Debatte eine wichtige Rolle spielen und eben für wirklich der Sachverständigenrat berät die Öffentlichkeit, die Wähler, die Opposition und er ist eine anerkannte Institution. Ich glaube, es wäre nicht klug, das aufzugeben. Darf ich hinzufügen? Beraten tun die Politiker ja viele. Also da sind ja nicht nur die Professoren oder die Wissenschaft gefragt, sondern, wie du das heute schon richtig gesagt hast, in den Ministerien sitzen die Ministerialbeamten und die machen im Grunde genommen auch nichts anderes als Beratung. Das heißt also, wenn wir da jetzt noch eine Zwischenschicht reinschieben von hier Wissenschaft, dort vollberufliche Berater, dann kommen wir auch traditionsgemäß, wie du so richtig gesagt hast, kommen wir in eine Gemengelage, das insbesondere unter dem Aspekt, den Sie genannt hatten, nämlich der Unabhängigkeit, wahrscheinlich nicht sonderlich fruchtbar ist. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein bei der Frage, ob sich die Erfahrungen von anderen Staaten übertragen lassen. Die Einbettung in die jeweilige politische, gesellschaftliche Kultur spielt eben eine Rolle und das ist eben sehr unterschiedlich. Natürlich kann man lernen von den Erfahrungen anderer und überlegen, ob man sich dem anschließt, aber schlichte Übertragbarkeit, das scheidet aus. Ich denke, im Großen und Ganzen machen wir mit unseren eher spezialisierten
institutionalisierten Beratungsgremien, wo immer Berater drin sitzen, die das so nebenbei machen, ehrenamtlich, die sich da zusammenfinden, ganz gute Erfahrung. Ein Beispiel, was in der Öffentlichkeit relativ wenig wahrgenommen wird. Es gibt seit 6 Jahren inzwischen den Stabilitätsrat. Der ist im Grundgesetz verankert. Das ist ein neues Organ von Bund und Ländern, ein politisches Organ. Da sitzen die Finanzminister von Bund und Ländern drin. Und die Aufgabe des Stabilitätsrates ist es, dass man gegenseitig die Haushalte beobachtet und wenn irgendwo kritische Entwicklungen auftauchen, dass man sich gegenseitig warnt und schlimmstenfalls also Hilfsprogramme im Bundesstaat vereinbart. Das ist, wie gesagt, ein rein politisches Gremium, trifft sich 2-mal im Jahr, funktioniert, wenn man sich die Beratungsunterlagen anschaut, eher schlecht als recht, weil die Politiker eine gewisse Scheu haben, sich gegenseitig zu kritisieren. Und wenn 17 Finanzminister da am Tisch sitzen und sollen gegenseitig über ihre Haushalte herziehen, das ist natürlich eine anspruchsvolle Aufgabe. Ja, das kann man kaum verlangen. Vor 3 Jahren hat man diesem Stabilitätsrat einen Beirat an die Seite gestellt. In diesem Beirat, den Vorsitz führt im Moment Herr Milbrandt. Herr Janeber. Bitte? Herr Janeber, stellvertretender Vorsitzender. Ja, Milbrandt, ist egal. Herr Milbrandt ist der Stellvertretende. Genau. Ja. Und in diesem Beirat sitzen eben Wissenschaftler oder frühere Politiker und die haben die Aufgabe eben sozusagen ein Gremium zu bilden, das nochmal beobachtet, was dieser Stabilitätsrat macht. Die Berichte, die dieser Beirat macht, sind sehr viel deutlicher als die des Stabilitätsrates und man kann deutlich merken, seitdem es diesen Beirat gibt, verändert sich auch das Verhalten, das Beratungsverhalten im Stabilitätsrat. Durchaus positiv, wie ich finde. Ja, ich würde da gerne auf reagieren. Herzlichen Dank. Ich bin Mitglied dieses Beirates und freue mich sehr, dass den überhaupt jemand bemerkt und B, dass das auch noch das positiv, Problem, ja? Positiv gewürdigt wird. Ich glaube aber, also dieser Beirat ist vielleicht ganz nützlich, aber er zeigt, glaube ich, exemplarisch, was fehlt. Und das sind aus meiner Sicht 2 Dinge. Also erstens haben wir in diesem Beirat nicht geringe Schwierigkeiten, überhaupt die Daten zu bekommen, die wir brauchen. Also wir führen ein Gespräch, nenne ich das mal, mit den Ländern, zum Beispiel darüber, ob wir nur die Gesamtheit der Länder beurteilen dürfen oder auch jedes einzelne Land. Ja, wir argumentieren, also wir müssen eigentlich jedes einzelne Land beurteilen dürfen. Die wollen aber die Daten nicht rausrücken. Ne? Also da sieht man es schon. Und das führt zu einem größeren Problem, das vielleicht viel wichtiger ist als unabhängig versus abhängig. Und das ist die Frage einer Evaluationskultur in Deutschland. Im Grunde für gute Beratung brauchen wir die Bereitschaft, aus der Politik Daten bereitzustellen und zweitens, noch wichtiger, Gesetze so zu machen, dass sie überhaupt evaluiert werden können. Wenn wir uns also die Frage stellen, zum Beispiel, wirkt es sich auf das Verhalten der Zweitverdiener aus, wenn wir ein Betreuungsgeld einführen oder schrecken Studiengebühren Studenten ab, dann muss bei der Gestaltung dieser Gesetze von vornherein die Evaluierung mitgedacht werden. Mhm. Sonst kann man es nicht sinnvoll evaluieren. Und da sind wir in Deutschland nicht sehr gut. Und das hat damit zu tun, dass es wenig Bewusstsein in der Politik gibt, die viele aber auch keine Lust, ihre Maßnahmen evaluieren zu lassen. Und es gibt, das dürfen wir nicht vergessen, in der Bevölkerung die allergrößten Vorbehalte gegen die Datenbereitstellung für die Wissenschaft. Ganz schlimm ist das etwa im Bereich Schulen. Wir könnten eigentlich viel, viel besser verstehen, wie unsere Schulen funktionieren. Wir haben ja Bundesländer, die könnten wir vergleichen. Aber da gibt es keine oder wenig Daten, weil die Bevölkerung das nicht will. Die Bevölkerung sagt, wir wollen uns hier nicht durchleuchten lassen. Unsere Kinder, mit unseren Kindern soll natürlich nicht rumexperimentiert werden, aber das soll auch keiner wissen, was die leisten. Also aus meiner Sicht ist das eigentlich die wichtigere Frage, Evaluationskultur, als die Frage, ist jetzt die Beratung unabhängig oder nicht? Ich kann Herrn Fuster nur ganz zustimmen. Transparenz, Transparenz, Transparenz. Möglichst viele Daten auf den Tisch und dann ein möglichst offener Diskurs, der natürlich auch dann nicht ein rein wissenschaftlicher ist. Also es wird zum Beispiel immer davon gesprochen, Lobbygruppen seien ein Problem. Nein, nein. Also große Interessenverbände sind dann gut, wenn sie dazu dienen, die Auswirkungen bestimmter Maßnahmen auf die Öffentlichkeit, auf Unternehmen, auf Arbeitnehmer noch stärker zu verdeutlichen. Nicht jeder Professor kann das ersetzen. Und wenn man dann aus einem großen Datenkranz die Bereitschaft hat, mithilfe von Wissenschaft, mithilfe von Lobbygruppen, mithilfe der auch klug die Dinge langfristig begleitenden Ministerialverwaltung Schlüsse zu ziehen, dann kann man richtig was machen. Wenn man aber sagt, so tief wollen wir gar nicht einsteigen, die Demoskopie spricht im Moment dagegen. Ich lasse mich gar nicht auf die Fakten ein.
weil ich schon weiß, der Wähler lebt in einer anderen Realität, dann hat es relativ wenig Sinn. Vielen Dank. Und ich danke auch unserem Panel, hier Kroche für die Moderation und Clemens Fuß für seinen schönen Vortrag. Danke. Ja, vielen Dank für die interessante Debatte. Mein Name ist Martin Klingst von der Zeit in Berlin. Ich habe die letzten 7 Jahre in Amerika gelebt und ich habe eine Frage, richtet sich eigentlich an alle. Das Problem der deutschen Beratung, die mir gegenüber, also aus meiner Sicht immer noch in den Kinderschuhen im Vergleich mit der amerikanischen Beratung liegt, denke ich, das Problem, das Zentrum des Problems ist, dass es keine angewandte Beratung ist. Das ist so ein bisschen wie das ewige deutsche Problem zwischen angewandter Forschung und Grundlagenforschung. Die Wissenschaftler haben zu wenig häufig praktische Erfahrung. Und diese Revolving Door ist, glaube ich, eine entscheidende Voraussetzung, um sozusagen auch pragmatische Lösungen, angewandte Lösungen präsentieren zu können. Denn der amerikanische Präsident ist wahrscheinlich einer, der sich am meisten beraten lässt. Das ist, der hat also da immer Dutzende von Leuten um sich herum sitzen und fragt jeden nach einer Handlungsoption. Aber Handlungsoption heißt ja natürlich, dass ich sie irgendwie zu einem Ergebnis führen muss, das eine praktische Anwendung hat. Und glauben Sie nicht, dass da etwas grundsätzlich sich ändern muss an der Struktur? Wer möchte? Ja, also ich würde dem nicht zustimmen. Ich glaube, dass wir eine enorme und auch sehr praxisorientierte Beratung haben. Die Frage ist, ob die immer so sichtbar wird. Also nur ein Beispiel. Wir hatten in den letzten Jahren ein sehr großes Beratungsprojekt zu Familienleistungen. Da sind alle Familienleistungen, die es gibt, durchleuchtet worden. Und wie ich meine, also von mehreren Instituten, ich glaube, es waren alle großen Wirtschaftsforschungsinstitute beteiligt. Und ich meine schon sehr, sehr sorgfältig, sehr praxisnah untersucht worden. Die Frage ist, was die Politik dann daraus macht. Also diese Ergebnisse sind nicht ganz, aber größtenteils in der Schublade verschwunden, weil sie nicht in die politische Landschaft passten. Aber wenn Sie sich das angucken, also das ist, glaube ich, so praxisnah, empirisch praxisnah, wie es nur sein kann. So würde ich es einschätzen. Also ich würde auch sagen, insgesamt haben wir eine große Breite an Beratungsleistungen und das reicht von der sehr abstrakten Grundlagenleistung über konkrete anwendungsorientierte Projekte, etwa in den Wirtschaftsforschungsinstituten, aber auch von juristischer Kompetenz, von naturwissenschaftlicher, von sozial- oder politikwissenschaftlicher Kompetenz. Man sieht aber in der Öffentlichkeit natürlich nicht so häufig die konkreten einzelnen Beratungsprojekte, die ja dann oft sehr spezifisch sind. Man muss ein bisschen sehen, es gibt da natürlich einen besonderen Markt noch für die Unternehmensberatungen gegenüber der Politik. Das kann hilfreich sein, soweit die eine eigene unternehmensorientierte Tatsachenbasis einbringen, die vielleicht die Wissenschaft nicht immer hat. Das kann problematisch sein in dem Moment, wo es nur noch instrumentalisiert wird und wo gewissermaßen gewünschte Ergebnisse abgeliefert werden. Darf ich darauf autobiografisch im Grunde genommen darauf antworten? 2001 bin ich von Wiczorek Zoll gebeten worden, einen Entwurf eines Insolvenzverfahrens für Staaten eben ihr vorzulegen. Das habe ich gemacht und das überschnitt sich um 2 Wochen mit dem Vorschlag, den damals der IWF vorgetragen hat. Daraufhin verschwand dieser mein Vorschlag in der Schublade. 5 Jahre später habe ich das einem Reporter von der FAZ erzählt. Der hat das seinerseits zum Anlass genommen, ein Interview mit ihr zu führen, und um nachzufragen, was ist mit dem Vorschlag Paulus passiert, warum ist er in der Schublade verschwunden. Davon hat ansonsten aber natürlich nie irgendjemand erfahren. Durch Zufall hatte ich das eben gewissermaßen in die FAZ reinlanciert. Aber das ist Politikberatung. Das halte ich für relativ praxisnah. Denke also und stimme da meinen Vorrednern zu, das funktioniert schon bei uns. Das ist bloß nicht so auf dieser offenen Karte. Bitte. Mein Name ist Sven Hansen, ich bin Architekt. Mir ist aufgefallen, dass in dem Topic das Wort global steht. Und deshalb komme ich drauf und sage, wir sprechen hier, das hat der Christoph Paulus natürlich gleich angesprochen, über uns und über die westlichen Demokratien. Was ist eigentlich mit dem Gegenentwurf, den wir sehen in China, mit diesen stringenten kurzen Wegen? Was dort entschieden wird, wird sofort durchgesetzt. Wo sehen Sie die Zukunft? Und zweitens, in dem Zusammenhang ist der Wissenschaftler, nicht die Wissenschaft, hier auch in Deutschland frei von Ideologie. Also der Wissenschaftler ist jedenfalls in Deutschland frei davon,
exakten staatlichen Vorgaben folgen zu müssen, beziehungsweise, wie es das ja auch mal in einem Teil Deutschlands bis vor einigen Jahren gegeben hat, auf der Grundlage einer herrschenden Ideologie agieren zu müssen. Und die Politik hat zu dieser Freiheit der Wissenschaft immer ein ambivalentes Verhältnis. Sie ist im Grundsatz in Deutschland akzeptiert, bis hin zur Narrenfreiheit im Grundgesetz verbürgt, wird aber dann doch auch immer wieder als Störfaktor wahrgenommen. Und es ist dann für den Wissenschaftler auch nicht immer einfach, gewissermaßen seine Unabhängigkeit zu verteidigen oder jedenfalls zu verteidigen, nicht als Interessenvertreter wahrgenommen zu werden. Und insofern meine ich, hat es gerade die ökonomische Forschung in Deutschland nicht ganz leicht. Es ist ja schon festzustellen, die Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007, 2008, die vielleicht ein Versagen des globalen Wirtschaftssystems war oder so wie ein Vulkanausbruch über eine ganze Landschaft gekommen ist, wird ja nirgendwo so stark wie in Deutschland als Versagen einer Wissenschaft wahrgenommen. Das wäre so, wie wenn man sagen würde, der Ätna bricht aus und wir lassen es mit der Seismologie lieber sein. Oder Ebola bricht aus und was braucht man noch, Mediziner, die haben es ja wieder nicht vorhergesagt. Also wir sind da in Deutschland in einer problematischen Lage. Aber das ist diese grundsätzlichen Zweifel, vielleicht darf ich noch mal auf ein ganz anderes Feld führen, die begegnen uns auch bei den Naturwissenschaften. Die Bereitschaft in der Öffentlichkeit, ganz objektiv in die Tiefen der Gentechnik und ihrer Gefahren einzusteigen oder in die Notwendigkeit von Tierversuchen einzusteigen oder in die Risiken und Möglichkeiten alternativer Energieträger einzusteigen, ist relativ gering ausgeprägt. Und das bringt mich nochmal zu meinem Anfangspunkt zurück. Ich sehe das Problem der politischen Diskussion vor allem darin, dass Wissenschaft nach einer gewissen Tiefe und Differenziertheit verlangt und die Politik immer weniger bereit ist, sich darauf auf diesen steinigen Weg einzulassen und daraus dann auch wieder Argumente zu schöpfen gegenüber einer Öffentlichkeit, die man ja vielleicht auch mal dann überzeugen muss und kann, bevor man sich auf ihre demoskopischen Umfrageergebnisse achselzuckend einlässt. Zwei Dinge. Einmal als Nachtrag zu dem, was Wolfgang Schön gerade eben gesagt hat. Für mich ist nach wie vor, natürlich aus beruflichem Eigeninteresse, erschütternd, was vor 15 Jahren ausgereicht hat als Argument, um einen fähigen Steuerrechtler als potenziellen Finanzminister rauszuschießen, nämlich der Professor aus Heidelberg. Damit war alles gesagt. Dazu das. Aber das eigentlich Spannende, was Sie ja fragen, ist das Globale. Und wenn ich richtig verstehe, lautet Ihre Frage oder geht Ihre Frage in diese Richtung, sollten wir oder werden wir, möchten wir ein chinesisches System, in dem eben die Politiker da sind und die sagen, so, wir machen das jetzt so. Punkt. Und da können die an der Uni sagen und machen, was immer sie wollen. Die haben es in vielen Sachen einfacher. Ich glaube, die Architekten, natürlich, ein Architekt stellt diese Frage. Ihr Architekten, ihr könnt euch austoben, nicht in Deutschland, nicht in Europa. Ihr könnt euch austoben, könnt die Flughäfen und ich weiß nicht was, die Traumgebäude, die ihr an Sonntagen entwickelt, die könnt ihr bauen in China. Und zwar deswegen, weil dort eben jemand ist, der sagt, ich will so einen Flughafen. Punkt. Da wird jetzt nicht beraten und da wird nicht irgendwelche Informationen eingeholt, sondern wir machen das, weil ich das so will. Ich möchte nicht in einer... Ah, jetzt muss ich... bewege ich mich auf ganz, ganz dünnem Eis. Ich füge autobiografisch dazu, ich komme gerade aus Nordkorea. Insofern bin ich jetzt so ein bisschen Asien. Ich bin gerade Asien geschädigt. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich in so einer Welt leben wollte und finde den dialogischen Betrieb, so nervig er im Detail und für mich konkret sein kann, ich finde ihn im Großen und Ganzen vorzugswürdig gegenüber einem solchen diktatorischen Vorgehen. Ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen werden. Also dazu sind, selbst wenn wir eine Dominanz jetzt der chinesischen Welt bekommen im 21. Jahrhundert, ich glaube nicht, dass dieses Diskursive, dass sich das völlig vertreiben lässt. Es wird sich reduzieren, aber vertreiben lassen wird es sich mit Sicherheit nicht. Bitte. Ja, von Hofen, ich bin Journalist. Eine Frage, die Ihre Unabhängigkeit anbelangt, ist, die sich mir aufdrängt, dass immer mehr große Unternehmen in den Universitäten aktiv werden, auch investieren. Sie, also in München wissen wir TU, LMU,
kriegt immer mehr Gelder von großen Unternehmen, die wir da auch in München haben. Wie unabhängig können Sie denn dann nach außen noch reagieren, wenn also große Gelder von großen Unternehmen in Ihre Universitäten gesteckt werden und Sie dann Ergebnisse präsentieren sollen? Ja, also vielen Dank für die Frage. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Eine Variante dieser Frage betrifft auch Forschungsinstitute. Da geht es um die Auftraggeber etwa. Also ist man unabhängig von den Auftraggebern. Ich glaube, darauf gibt es zwei Antworten. Erstmal ist es ganz wichtig, dass Universitäten und Institute Politiken dafür haben, etwa an den Universitäten eine klare Brandmauer. Es wird also gesagt, wir freuen uns über Unternehmen, die sich engagieren, aber es gibt keinerlei Einfluss auf etwa Berufungen oder auf Forschungsergebnisse. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und die Prozesse, die Entscheidungsprozesse müssen auch transparent gemacht werden, weil sonst genau diese Gefahr der Einflussnahme entsteht. Im Bereich der Auftragsforschung würde ich sagen, eine Institution darf niemals von einzelnen Zuwendungsgebern abhängig sein. Und zwar ist es völlig egal, ob das Unternehmen sind oder eine Landesregierung oder eine Bundesregierung. Die haben alle Interessen und Abhängigkeit ist da immer problematisch. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das sind Dinge, die müssen offen ausgesprochen werden. Es muss Politiken geben, um damit umzugehen, aber die gibt es auch. Ja, zwei, drei Stichworte vielleicht dazu. Zunächst mal, die Gefahr der Abhängigkeit ist immer dann groß, wenn die Universitäten unterfinanziert sind. Das heißt, die Situation, in die wir zurzeit an den Universitäten hineinlaufen, dass die Grundfinanzierung ordentlicher Forschung an vielen Fakultäten nicht mehr von den Ländern geleistet wird, führt in diese Abhängigkeiten. Also die Politik kann dagegen was tun. Sie muss dem Professor die Möglichkeit geben, Nein sagen zu können zu einem Auftrag. Das Zweite ist Transparenz. Wenn es sich um eine solche Auftragssituation handelt, müssen die Hintergründe offengelegt werden. Das ist namentlich bei der Publikation der Forschungsergebnisse ganz entscheidend, damit gesehen werden kann, was dahinter steckt. Und dann gibt es im Grunde die größten Abhängigkeiten in dem Bereich, bestehen gar nicht bei Juristen oder Ökonomen oder in dieser Richtung, die bestehen im Technologiebereich. Die bestehen dort, wo gewissermaßen Forschungsunternehmen beginnen, ihre Forschungsabteilungen auf Universitäten auszulagern und über jahrzehntelange Drittmittelforschung zu agieren. Das ist ganz schwer einzuordnen. Einerseits ist das eine der Stärken des Industriestandorts Deutschland, dass das so funktioniert. Andererseits hilft auch da immer mal wieder ein wenig Transparenz und Auffrischung, damit nicht der Eindruck entsteht, gewissermaßen der Doktorand ist von vornherein nur der Sklave des finanzierenden Drittmittelgebers. Aber solche Situationen gibt es, bis hin zum Verbot der Publikation von Forschungsergebnissen, die für die jungen Leute dann sehr problematisch werden. Ja, ich möchte auch noch mal hinzufügen, dass es a. eine enorm wichtige Frage, b. eine zusätzlich schwer zu beantwortende Frage ist, und zwar deswegen, weil Sie auseinanderhalten müssen den rechtlichen, die Rahmenbedingungen und zum Zweiten die Tatsache, dass es mit Menschen zu tun hat. Es gibt an der Tongji-Universität in Shanghai, eine der vielen Universitäten, gibt es ein deutsch-chinesisches Fakultät, die Juristen, an denen, glaube ich, 5 Lehrstühle sind. Der eine ist der VW-Lehrstuhl, der andere ist der Siemens-Lehrstuhl und so weiter und so fort. Das haben also 5 Großunternehmen, vielleicht sind es auch 6, haben einen Lehrstuhl da produziert. Ich selber habe gesehen, eben die Gründungsbedingungen, was eben reingeschrieben ist, dass die absolute Forschungsfreiheit gewährleistet ist. Das steht mal auf dem Papier, darauf kann man sich berufen, das ist schön. Aber natürlich sitzt da ein Lehrstuhlinhaber, der ist eine Person. Der ist Professor, aber er ist eben auch ein Individuum. Und dann kommt vielleicht mal Besuch von dem Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen. Guten Tag, ich wollte nur mal nachsehen, wie es denn hier so geht. Das weiß ich nicht, ob man das frei von Einflüssen halten kann. Aber da sind wir im völlig zwischenmenschlichen Bereich und da ist etwas, was von uns Menschen insgesamt nicht weiter steuerbar ist. Also Abhängigkeiten mögen sein, aber sie sind institutionell. So ist zumindest der Versuch unternommen, so weit auszugrenzen wie nur möglich. Mein Name ist Rainer Bonschap. Ich beschäftige mich unter anderem mit Verhandlungsforschung. Es ist aufgefallen bei diesem Griechenland-Prozess, dass beide Seiten, jedenfalls was die Theorie angeht, völlig falsch gehandelt haben.
Ich will das jetzt im Einzelnen nicht vertiefen, das ist eine lange Geschichte. Wissen Sie, ob es, so wie wir wirtschaftliche Beratungen haben, ob die Bundesregierung auch über Fachleute verfügt, die den Verhandlungsprozess beobachten, so wie das Roger Fischer zum Beispiel in den USA gemacht hat in den vergangenen Zeiten? Die zweite Frage ist, der Grexit, der sogenannte Grexit, war ja etwas, was von den Politikern, ich weiß nicht, ob das geprüft worden ist, als Untergang Europas dargestellt wurde. Und dann wurde in der Nacht vorher wahrscheinlich als Drohgebärde der vorübergehende Grexit eingebracht. Wissen Sie, ob die Bundesregierung von Ihnen wissenschaftlich darüber beraten worden ist oder ob die Wissenschaft irgendwelche Erkenntnisse hat, welche Folgen ein Grexit hat? Danke. Jetzt, ich würde einen Punkt ganz am Anfang schon gleich nennen wollen. Das Thema Währung, Währungsraum, Griechenland wird auf jeden Fall auch noch Teil der zweiten Podiumsdiskussion sein. Deshalb sollte man dem nicht zu sehr vorgreifen, aber es waren ja dennoch Aspekte, die darüber hinausgehen. Ich bin blank. Bitte. Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also das ist ja noch nie vorgekommen, insofern weiß die Wissenschaft auch nicht genau, was da passieren könnte. Ich würde, was Beratung angeht, vielleicht so herangehen, dass man sich fragen muss, was ist der Worst Outcome, was wäre der Worst Case? Man kann sich verschiedene Szenarien vorstellen und wenn man Verantwortung trägt, glaube ich, muss man sich fragen, was wäre das schlechteste Ergebnis, wenn Griechenland rausgeht und können wir damit leben, kann ich das verantworten und was ist der Worst Case, wenn Griechenland drin bleibt? Und ich glaube, da würde ich vielleicht bei hoher Unsicherheit besonderes Gewicht darauf legen, selbst wenn man die Wahrscheinlichkeit nicht kennt, mit der diese Ergebnisse eintreten. Aber ich glaube nicht, dass man solche singuläre oder noch nie dagewesene Ereignisse wissenschaftlich sehr gut im Vorhinein analysieren kann. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwelche entsprechende Beratungen da gewesen, Herr Ponschert. Aber es wäre natürlich schön gewesen, Sie haben ja auf den Prozess als solchen angespielt, wenn es da eine Mediation gegeben hätte. Also das ist eine klassische Situation, in der Mediation tatsächlich zumindest hilfreich gewesen wäre. Das ist aber etwas, was meines Wissens eben nie irgendeine Rolle gespielt hat, zumindest in den laufenden Verhandlungen. Es kann sein, und schreiben Sie mal wieder einen Aufsatz dazu, dass das ideale Politiksituationen sind, in denen man eben auch Mediationen auf diesem Bereich machen sollte. Also ich würde auf einen Gesichtspunkt hier aufmerksam machen, weil er wieder ein bisschen zurückspielt in unsere Ausgangsthematik. Und zwar in Zusammenhang mit den Fragen Griechenlands Ausscheiden aus der Eurozone, Zukunft der Eurozone überhaupt. Ist Wissenschaft dann hin und wieder aus der Politik, aber auch aus der Presse, der Vorwurf gemacht worden, bestimmte Fragen überhaupt sehr laut zu formulieren und auch mal zu Ende zu denken? Und das halte ich schon für problematisch. Wenn es gewissermaßen schon als unsolidarisch oder politisch nicht opportun gilt, mal die Frage eines Griechenland-Exits bis zum Ende durchzudenken, vielleicht sogar mit positiven Folgen für Griechenland, weil das einem europäischen Gedanken angeblich nicht entsprechen soll, dann ist das schon hart. Und es sind ja auch andere Überlegungen schon präsentiert worden, eine Spaltung in Nord- und Südeuro und was auch immer. Solange ein Wissenschaftler in ehrlicher Weise sagt, darüber will ich jetzt mal nachdenken, ich bin sowieso nicht der, der entscheidet. Aber es muss ja noch möglich sein, das in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Das muss gewährleistet sein. Und ich hatte den Eindruck in den letzten Jahren, das war jedenfalls auch in der Wahrnehmung der Presse nicht immer gewährleistet. Ich denke, wir haben noch Zeit für vielleicht eine letzte Frage. Ja, bitte. Ich habe nochmal eine Frage, Wolf Metterling ist mein Name. Wie wird man eigentlich da zur Verantwortung gezogen für diese klugen Ratschläge? Nicht? Dann hat man vielleicht einen Ratschlag gemacht und es gibt natürlich dann gleich vielleicht Widerspruch und in der Presse wird dies und jenes auch kritisiert oder sagt, das sehen wir ganz anders. Aber gibt es denn irgendwie auch so historisch, dass man sagt, also die haben das und jenes erzählt und nachher ist das aber völlig vergessen, was man für einen guten Rat gegeben hat und da fehlt irgendwie vielleicht so ein bisschen auch mal die Qualitäts
Lebenssicherung, was das für ein Rat war, wenn die armen Politiker dann eben genommen hat oder nicht genommen hat, das muss er ja vielleicht auch irgendwie wissen, was für eine Qualität bekomme ich da oder wie wird das überprüft dann auch mal im Hinzeit, wie war der Rat oder war das, was war da alles berücksichtigt? Ja, sehr gute Frage. Mir fällt dazu Folgendes ein. Man wird vor allem danach gefragt, was man nicht beraten hat. Zum Beispiel hat es eine Anfrage des Bundestages gegeben, ob der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium sich jemals mit Themen mit Bezug zur Finanzkrise auseinandergesetzt hätte, bevor die Finanzkrise da war. Und Gott sei Dank haben wir ein Gutachten gefunden, maßgeblich übrigens geschrieben von Herrn Konrad, der heute auch hier ist, in dem tatsächlich Insolvenzen von Gebietskörperschaften im Jahr 2005 ausführlich diskutiert wurden. Insofern konnten wir also beruhigt sagen, ja, wir haben das beantwortet, glaube ich, nicht Ihre Frage. Ihre Frage war, was wäre gewesen, wenn da nichts gefunden worden wäre. Also diese Nachfragen gibt es schon und man wird schon zur Rechenschaft gezogen unter Umständen. Ob das ein bisschen mehr vielleicht auch passieren könnte, weiß ich nicht. Aber es gibt solche Nachfragen. Damit kommen wir zum Ende der ersten Podiumsdiskussion. Dazu möchte ich vor allem erstmal Ihnen danken für Ihre Fragen, für Ihre aktive Teilnahme und natürlich insbesondere den Panelisten für Ihre Einsichten. Vielen Dank. Und ich danke auch unserem Panel hier, Frau Hoppe, für die Moderation.